Heute machen wir einen Nutella-Kuchen. Dazu benötigen wir einen Mixer, Nutella, Mehl, geschmolzene Butter, 2 Eier, Schokostückchen, eine Prise Salz, Kastenform und 150 Milliliter Milch. Als erstes nehmen wir die Milch und geben sie in den Mixer. Die Eier. Ungefähr ein halbes Glas Nutella. Und verrühren das Ganze. Wenn das alles schön verrührt ist, geben wir langsam das Mehl hinzu. Wenn das Ganze schön durchgerührt ist, dann gebe ich eine Prise Salz hinzu. Und Schokostückchen. Verrühre das Ganze mit der Hand. Dann gebe ich ein bisschen Butter in den Kasten vor, nicht zu viel. Und gebe dann die Masse hinein. Das Ganze kommt jetzt bei 200 Grad in den Backofen. Nach 20 Minuten Backen müsste das Ganze so aussehen. Dann nehme ich noch von oben ein bisschen Puderzucker. Und wünsche einen guten Appetit.